Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Sweet Amoris, dieses Mal mit Episode 30. Nachdem ich mich erfolgreich ein paar Tage davor gedrückt habe, das Ganze hier aufzunehmen, weil ich blöderweise schon gespoilert bin, was am Ende passiert, habe ich mich jetzt doch dazu durchgerungen und gesagt, Leute, ich muss jetzt irgendwie mal up to date kommen und deswegen zwinge ich mich jetzt dazu, diese Episode zu spielen. Obwohl ich da ehrlich gesagt nicht so wirklich die Ambition zu habe. Aber ich reiß mich zusammen. Es ist natürlich blöd, wenn man schon ein bisschen gespoilert ist. Es lässt sich ja nicht vermeiden, wenn man wirklich jeden Tag auf Sweet Amoris online ist. Weil man wird ja schon durch die Startseite ziemlich, informiert, was da gerade so Fakt ist. Aber ich schaff das. Und ich schaff das auch ohne zu heulen. Ich weiß es ganz genau. Alles klar. Fangen wir also an mit Die Liebe zur Kunst Teil 2. Es ist soweit. Die Kunstausstellung beginnt. Eine alte Freundin kommt ihr dabei zu Hilfe. Wir haben sie letztes Mal schon gesehen. Es handelt sich dabei um Leti. Und mit einigen Besuchern wird dieser Tag mehr als aufregend. Wird deine Gruppe Patricks Anforderungen genügen? Wirst du Zeit finden, dich mit deinem Liebsten zu versöhnen? Ganz ehrlich, eigentlich gönne ich es Sucrette überhaupt nicht, dass sie sich mit Lysandra wieder versöhnt, weil sie hat sich echt, auf gut Deutsch gesagt, scheiße verhalten. Und da muss sie einfach mal auch für ihre Scheißtaten herhalten und gerade stehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, dieser kleine Dämpfer durch die Reaktion, die Lysandra am Ende der letzten Episode gegeben hat, das könnte ihr vielleicht ein bisschen die Augen öffnen. Und ihr auch zeigen, dass das so einfach nicht geht. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze sich implizit verhält, weiß ich leider nicht. Da habe ich mich nicht gespoilert. Ich weiß halt, wie gesagt, nur, wie das Ganze ausgeht. Und da kraut es mir jetzt schon vor. Aber egal, drücken wir auf Start und schauen, was passiert. Überraschung! Leti? Ist schon lange her, oder? Du hast mir so gefehlt. Bevor ich überhaupt reagieren konnte, packte sie mich an den Schultern und gab mir einen fetten Schmatzer auf die Wange. Schön. Ich hatte keine Zeit, Bescheid zu geben. Ich habe ein paar Sachen zusammengepackt und ich habe mich gefragt, ob ich heute Nacht bei dir schlafen kann. Ach so, mal eben so. Eine Pyjama-Party, so wie in guten alten Zeiten. Dann müsste ich... Valkyria, was ist, Oh, hallo Leti. Dich habe ich hier gar nicht erwartet. Ich wollte Valkyria überraschen. Unsere Mädelsabende haben mir gefehlt. Stört es sie, wenn ich über Nacht bleibe? Du weißt, ich hab dich gern, Leti, aber Valkyria muss vergessen haben, dir zu sagen, dass sie eine Strafe bekommen hat. Gar nichts habe ich vergessen. Das war Letis Idee. Ich habe sie ja gerade erst getroffen. Bitte. Ich mache mich auch ganz klein. Außerdem gehen wir ja auch nicht aus oder so. Wir gehen früh schlafen und quatschen nur ein bisschen. Diese Abende kennt man ja. Dieses frühe Schlafen gehen und nur noch ein bisschen quatschen, das geht dann so bis in die frühen Morgenstunden, so 3 oder 4 Uhr. Und dann schläft man dann und wird dann irgendwann um 7 oder 8 von den Eltern geweckt, weil sie meinen, das ist schon höchste Zeit, es wieder aufzustehen. Diese Mädelsabenden kennen wir, glaube ich, alle. Wie ich sehe, hast du deine Sachen dabei. Sie hat einen Blick auf Letis Tasche geworfen. Zugegeben, da kann man ja kaum Nein sagen. Komm also rein. Was? Danke. Sie hat mir ein breites Lächeln zugeworfen. Schön. Ich bin immer noch ganz verdutzt. Ich finde es zwar schön, sie wiederzusehen, aber mit dieser Überraschung und dem Streit von vorhin, es fällt mir schwer, meine Haltung wiederzufinden. Begrüße Leti so, wie es sich gehört. Wie gehört sich das denn? Ah, das ist aber hübsch hier. Ach, guck an. Die haben noch einen neuen Raum dazu geholt. Noch einen neuen Raum, um noch mehr Aktionspunkte zu verbraten. Woo! Das ist voll schick. Sieht gemütlich aus. So würde ich mir gerne auch mein Wohnzimmer einrichten. Tja. Du bist lieb. Oh, guten Abend, Leti. Das ist aber lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ah, mein Vater ist also schon zu Hause. Ich sollte den Tag der offenen Tür erwähnen. Andererseits... Wenn ich es nicht tue, kann ich mich mit Lysandra versöhnen, denn meine Eltern würden ja nicht kommen. Ich habe sie aber in letzter Zeit schon so oft angelogen. Ich kann doch nicht schon wieder lügen.
Mich noch weiter von meinen Eltern zu entfernen, ist außerdem keine gute Idee. Sie müssten es aber hinnehmen, dass ich mit ihm spreche. Ganz in meinen Gedanken versunken, ist mir fast entgangen, wie Leti dabei war, meinen Eltern all ihre Sorgen zu erzählen. Es ist doch todlangweilig. Oh. Ich würde so gerne hier in der Gegend wohnen, mit Valkyria auf eine Schule gehen. Außerdem gibt es dort ein paar total süße Jungs und... Ich habe mich geräuspert. Mama, Papa, ich muss euch etwas sagen. Die Schule veranstaltet spontan einen Tag der offenen Tür. Der ist morgen und die Eltern sind auch eingeladen. So wie unsere Freunde. Das heißt also, ich auch? Aber hast du denn keinen Unterricht? Es gibt einen Streik an meiner Schule. Als wäre die Schule nicht schon schlimm genug. Okay, wenn du willst. Ich habe meinen Eltern einen fragenden Blick zugeworfen. Ich würde zwar sehr gerne sehen, was du kreiert hast, meine Süße, aber das hättest du früher ankündigen müssen, damit ich mir den Tag hätte freinehmen können. Oh, das ist aber schade. Und du, Papa? Für mich gibt es kein Problem. Ich komme sehr gern. Super, total. Aha. Mein Glück mal wieder. Wenn ich hätte wählen können, wäre ich lieber mit meiner Mutter gegangen. Ich werde ein bisschen früher zur Schule gehen, falls noch irgendwelche Arbeiten auf die letzte Minute anstehen. Papa, Leti, ihr könnt dann ein bisschen später kommen. Das kommt mir sehr gelegen. So kann ich ein bisschen am Morgen arbeiten. Was macht ihr denn eigentlich beruflich? Das wäre doch auch mal interessant zu wissen. Und was soll ich dann ganz alleine machen? Ich weiß nicht. Vielleicht könntest du etwas bummeln gehen? Ich habe mein ganzes Taschengeld schon ausgegeben. Oh, bitte, bitte, lass mich mitkommen. Ich mache mich auch ganz klein. Wie soll man denn bei so einem Gesicht Nein sagen? Nein, schon beim letzten Mal wollte dich mein Klassensprecher bei der Direktorin melden, als du eine kleine Tour durch unsere Schule gemacht hast. Das war aber nicht Nathaniel, das war, glaube ich, Melody, oder nicht? Egal. Ich wette, sie kommt so oder so mit, deswegen warum nicht? Okay, okay. Und wie man die Organisation an unserer Schule kennt, brauchen wir bestimmt noch allerhand Hilfe. Super! Wir haben uns weiter unterhalten. Mama, Papa, braucht ihr Hilfe beim Kochen des Abendessens? Oh nein. Leti weiß es vielleicht nicht, aber ich bin bestens über die kulinarischen Talente von deiner Mutter und dir informiert. Entspannt euch also, ich mach das schon. Das ist aber auch in echt so. Ich kann null kochen. Ich habe sogar geschafft, ein Steak sowohl verbrannt als auch roh irgendwie auf den Tisch zu bringen. Und ich habe das auch schon mit Suppe geschafft. Also die war voll verbrannt, aber kalt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Und deswegen lässt Vito mich auch keine Pfannen anfassen, sondern dann kocht er lieber selber, anstatt mich essen zu lassen. Wie sagt man denn das? Anstatt mich essen lassen zu machen. Essen machen zu lassen? Essen. Gott, was für ein Scheißsatz. Ich mach's mit in die Aufnahme, ja. Jetzt werde ich hier schon gemobbt. Also, ich kann nicht mal reden und ich kann auch kein Essen machen. So. Naja, wie auch immer. Back to topic. Ja, so ist es besser. Wie ihr wollt. Komm, Leti, wir bringen deine Sachen in mein Zimmer. Okay. Das sieht echt schick aus. Ich mag das. Auch diese Farben. So warm. Warm. Dein Zimmer ist ja Zucker. Ah, danke. Naja, gut, ich würde es eher als so ein kleines Prinzessinnenzimmerchen bezeichnen. Und mit den Sternchen, das ist irgendwie noch so kindlich alles. Aber es sieht dem ziemlich ähnlich, was du vorher hattest. Du hast dich ja nicht besonders verändert. Allerdings ist irgendetwas anders an dir. Ich weiß nur nicht so recht, was. Ja, das hast du schon beim letzten Mal gesagt. Vielleicht ist es deine Stimme. Sie ist jetzt weniger Teenager-mäßig. Vielleicht, das ist aber nur eine Kleinigkeit. Und sonst so? Was die Jungs betrifft, was gibt's Neues? Oh nein, geht das schon wieder los. Mit Leti hört das aber auch nie auf.
Im Einkaufszentrum warst du ja das letzte Mal in guter Gesellschaft. Aber das ist ja schon eine Ewigkeit her. Zum Glück, ja. Außerdem gibt es so viele süße Jungs in deiner Schule. Du hast wirklich die Qual der Wahl. Manche Jungs sind ganz süß, ja. Vielleicht, aber ich habe im Moment keine Lust auf Beziehung. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, komm, nehmen wir das Erste. Es ist ja nun mal Fakt, ne? Und? Nichts und. Was willst du von mir hören? Du bist immer noch Single? Ach, das ist doch kein Verbrechen. Bei einer so gut besuchten Schule schon. Außerdem bist du richtig süß. Wenn du jetzt auch noch das letzte bisschen Schüchternheit los wirst, dann kannst du sicher den ein oder anderen erobern. Naja, genug von mir geredet. Was gibt's Neues bei dir? Ah, oh, wenn du wüsstest. Das ist nicht einfach im Moment. Mit Irvin ist Schluss. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es mir so weh tut. Oh nein, du Arme. Hat er Schluss gemacht? Hm? Nein. Dazu bräuchte es schon mehr. Was? Nein. Ich war diejenige, die die ganze Sache beenden musste. Er war einfach viel zu anhänglich. Ich hatte ihn trotzdem wirklich gern, weißt du? Er war wirklich süß. Okay. Dann wollte ich mit Laurent auf andere Ideen kommen. Der Schülersprecher, weißt du? Ah ja, er schien sehr demotiviert. Wie bitte? Ganz ehrlich, nachdem ich mit ihm ausgegangen war, habe ich mir gedacht, dass es wohl besser ist, eine Pause mit den Jungs zu machen. Was? Das ist doch ein Witz, oder? Nein, ich meine es ernst. Es fällt mir aber nicht sonderlich leicht. Das glaube ich dir. Und im Moment halte ich schon 3 Wochen durch. 3 Wochen? Wow, herzlichen Glückwunsch. Meine Fresse. Abstinenz von Jungs, das ist hart, sehr hart. Ich habe ihr einen kleinen Klaps auf die Schulter gegeben, um sie zu ärgern. Ich war zwar ganz schön ironisch, aber für sie ist das ein neuer Rekord. Deshalb wird das morgen für mich wirklich eine Herausforderung. Ich muss standhaft bleiben. Ja, bleib bloß standhaft. Ich glaube, es würde mir nicht sonderlich gefallen, wenn sie sich Lysander annähert, vor allem zu diesem Zeitpunkt. Das Wichtigste ist doch, dass wir eine ganz schöne Zeit miteinander verbringen können. Naja, mehr oder weniger. Wir werden viel Spaß haben. Wir haben noch fast 2 Stunden lang gequatscht. Dann hat uns mein Vater zum Abendessen gerufen. Mein Vater hat hausgemachte Hamburger gemacht. Die sehen super lecker aus. Wieso geht's hier eigentlich in letzter Zeit nur noch ums Essen? Das ist so gemein, wenn man aufnimmt und noch nichts gegessen hat, außer gefrühstückt. Wir haben uns entschieden, gemeinsam im Wohnzimmer zu essen, da es dort gemütlicher ist. Also, meine Süße, du hast uns noch gar nicht erzählt, was du heute für ein Kunstwerk geschaffen hast. Ich war im Malerei-Workshop. Wir haben zum Thema Zorn gearbeitet. Ach, das muss ja wirklich ein interessantes Thema sein. Wir haben ein Bild gemalt, das ziemlich beängstigend geworden ist. Ich freue mich schon, wenn du es siehst. Ich bin sicher, dass es sehr interessant wird. Das musst du ja auch sagen, du bist mein Vater. Sie hätten euch trotzdem ein freundlicheres Thema vorgeben können. Ich finde es nämlich etwas düster. Ja, da stimme ich zu. Wir sprechen hier von künstlerischen Kreationen und nicht vom Land der Glücksbärchis. Wir konnten uns zwischen den 7 Todsünden entscheiden. Deshalb war es schwierig, etwas Fröhliches zu finden. Ja, ich glaube, das ist C dann. Na klar. Zumindest kann man sagen, dass das Abendessen mit Leti zusammen ganz unterhaltsam war. Ich glaube, das hat meinen Eltern geholfen, sich nach den letzten Tagen ein bisschen zu entspannen. Und wenn es meinem Vater hilft, morgen gut drauf zu sein, umso besser. Als das Abendessen vorbei war, sind Leti und ich zurück in mein Zimmer gegangen. Ich habe eine Luftmatratze und eine Decke im Schrank. Ich hoffe, das reicht dir. Na klar, mach dir keine Gedanken. Ich weiß, was wir vor dem Schlafengehen machen können. Wahrheit oder Pflicht, wie in guten alten Zeiten. Ach, Leti, wenn wir das spielen, dann interessiert dich doch eh nur der Teil Wahrheit. Und dabei dreht es sich immer um ein und dasselbe Thema. Ja, das stimmt. Na gut, ist nicht schlimm.
Wir können dem Spiel ja einen neuen Namen geben. Das Spiel der Wahrheit. Das Spiel der Wahrheit über die Jungs, meinst du wohl eher? Ach komm, jetzt sag nicht, dass du darauf keine Lust hast. Ich habe den Kopf vor Lachen in den Nacken geworfen. Sie ist wirklich unverbesserlich, obwohl sie gerade eine Pause einlegt. Die Nacht ist hereingebrochen, während Leti und ich uns gegenseitig Fragen gestellt haben. Wenn du mit einem der Jungs von der Schule auf einer einsamen Insel stranden würdest, wen würdest du dann wählen? Leti, das ist lächerlich. Du kennst die Jungs aus meiner Schule doch kaum. Ich wette, du hast sogar ihren Namen vergessen. Oh, bitte. Ist doch egal. Beschreib ihn einfach. Das reicht mir schon. Okay. Ich würde Alexei nehmen. Sie hat ihre Augen verdreht. Das nennt man Schummeln, weißt du? Das ist doch dein Freund, der gar nicht an Mädchen interessiert ist, oder? Ja, aber das heißt ja nicht, dass er außen vor ist. Mit dir zu spielen macht echt keinen Spaß. Oh, Baby. Ich habe aber nicht so einen Joker. Ich war noch nie mit einem Jungen einfach nur befreundet. Naja, ich glaube, reine Freundschaft zwischen Jungen und Mädchen ist auch nicht wirklich möglich. Ah, doch. Doch, doch, das geht. Das wird sich bestimmt ändern. Nutze deine Pause, um es mal auszuprobieren. Ja. Wenn du schon den Jungs abgeschworen hast, dann kannst du jetzt auch mal probieren, mit denen befreundet zu sein. Denn mit Jungs kann man, finde ich zumindest, viel besser reden. Das klingt jetzt voll gemein, aber mit Mädchen habe ich bisher noch nie... Ja, okay, nicht so nie. Ich habe schon mal tiefgründige Gespräche geführt, ja, und das hat mir auch schon viel bedeutet, aber das war dann doch eher die Ausnahme. Ich habe bisher die besten Gespräche immer noch mit den Jungs führen können. Das ist so. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber ich kann es versuchen, ja. Unsere Unterhaltung ist ziemlich schnell sehr intim geworden. Es ist schon lange her, dass ich mit Leti Zeit alleine verbracht habe. Ich muss sagen, es ist wirklich schön. Sie schafft es, mich abzulenken und ausnahmsweise muss ich nicht an meinen Alltag auf der Sweet Amoris Schule denken. Allerdings ist es mir gut gelungen zu verbergen, dass ich mit jemandem ausgehe. Im Moment wäre es sowieso dumm, davon zu erzählen. Ich hoffe, er spricht morgen wieder mit mir. Weißt du was? Nein, ich gönn dir das nicht, dass er morgen mit dir spricht. Am nächsten Morgen sind wir früh aufgestanden, um noch in der Schule zu helfen, bevor die Türen für die Besucher geöffnet wurden. Was ziehst du dir heute an? Ich glaube, ich ziehe das hier an. Kätzchen? Dein Ernst? Warum denn Kätzchen? Verstehe ich nicht. Ich meine, das hätte zur Tierhandlung gepasst, aber jetzt zum Tag der offenen Tür der Kunst? Ich weiß nicht. Ich meine, die Socken sind ganz süß. Aber Kätzchen? Na gut, ich glaube, ich lasse sie einfach mal so. Sehr hübsch. Du siehst wirklich zuckersüß aus. Danke. Komm, lass uns gehen. Na dann. Ich bin in dieser Stadt etwas verloren. Na komm, beim letzten Mal hast du die Schule doch ganz allein gefunden, oder? Glaubst du? Ich musste bestimmt 20 Mal nach dem Weg fragen. Du wirst sehen, es ist nicht sehr weit und auch nicht kompliziert. Da lang, komm. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich lang muss. Ich glaube, bei den Geschäften, ne? Ja, genau. Am Park vorbei, am Café vorbei. Siehst du? War doch gar nicht... Leti? Leti! Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe sie verloren. Wie konnte denn das passieren? Ich muss sie unbedingt wiederfinden. Sie kennt sich hier ja gar nicht aus. Super. Hallo, Valkyria. Gehst du nicht zur Schule? Doch, doch, aber ich wollte eigentlich heute eine Freundin mitbringen und ich habe sie ganz einfach verloren. Oh. Sie hat ganz viele bunte Spangen in den Haaren und große blaue Augen. Du bist ihr nicht zufällig über den Weg gelaufen? Entschuldige, das sagt mir leider gar nichts. Außerdem bin ich immer ganz verträumt, wenn ich laufe, also... Nicht so schlimm. Ich gehe sie weitersuchen. Wir sehen uns dann später in der Schule. Bis später und viel Glück. Das werde ich brauchen. Oh nein, nicht die schon wieder. Dieses Mal bin ich auf der richtigen Fährte. Er kann mich nicht mehr anlügen. Sprichst du von Lysander? Wovon sollte sie eigentlich auch sonst sprechen?
Ich habe ihn da vorne gesehen. Kein Zweifel. Wo hast du ihn gesehen? Ich weiß immer noch nicht, wovon du sprichst. Nichts antworten. Wir antworten mal nichts. Mit ihrem ganzen Theater nervt sie mich echt. Ich lasse mich auf ihre Spielchen nicht mehr ein. Hast du deine Zunge verschluckt? Nein, aber ich muss los. Tschüss, Nina. Mit Lysander bin ich nicht wirklich vorangekommen. Ah, hallo Pia. Dir ist nicht zufällig ein Mädchen in unserem Alter mit blauen Haaren über den Weg gelaufen? Nein, ich glaube nicht. Warum? Das ist eine Freundin von mir, die mit mir zur Schule kommen wollte, aber irgendwie habe ich nicht aufgepasst und sie verloren. Man könnte meinen, du wärst ihr Babysitter. Sie kennt sich hier nicht aus, weißt du? Vielleicht solltest du zu dir nach Hause gehen, wenn das der einzige Ort ist, den sie kennt. Eventuell ist sie dorthin gegangen. Keine dumme Idee. Ich schau da mal nach, danke. Valkyria, hast du was vergessen? Nein, auf dem Weg zur Schule haben Leti und ich uns verloren. Sie ist nicht zufällig hier vorbeigekommen, oder? Ich denke nicht. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Mist. Soll ich mitkommen und dir beim Suchen helfen? Nein, nein, ich krieg das schon alleine hin. Wir sehen uns dann später. Aber so viel zum Thema. Ich will eigentlich früher zur Schule, um zu gucken, ob es noch irgendwas zu helfen gibt. Das war wohl nix. Ach, toll. Warum passiert das immer uns? Leti, du meine Güte! Wie konnten wir uns denn nur verlieren? Ich habe die Vitrinen bei dir um die Ecke betrachtet und bin ganz in Gedanken versunken. Sorry. Aber letztendlich habe ich den Weg ja gefunden, siehst du? Aber zugegeben, ich hatte ein bisschen Hilfe. Dann ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht allein waren. Einer deiner Freunde hat mich bis zur Schule gebracht. Das war wirklich süß. Das war so klar, dass ausgerechnet er hilft und... Muss sie blushen, ehrlich? Genau jetzt?